Ja, hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute Nacht bin ich wieder am Ammersee unterwegs. Ich möchte heute ein Nachtlandschaftsfoto machen und habe mir dafür diesen am Ammersee herausgesucht. Ich habe nämlich im Internet einen schönen Fotospot gefunden und zwar heißt er tatsächlich die schöne Aussicht von diesen am Ammersee. Und hinter mir, vielleicht könnt ihr es erkennen, ist so ein Aussichtsturm oder so ein kleines Häuschen mit einer Leiter, die hochführt auf ca. 3 Meter Höhe. Und von da aus würde ich jetzt ganz gern von hier unten auf den See fotografieren. Kommt mit, schaut es euch an, was man daraus machen kann. Ich bin gespannt, ob die Location hier was taugt. Jetzt schauen wir mal, wie es von oben aussieht. Erstmal Spotcheck. Ja, also der Spot heißt zwar die schöne Aussicht, aber zum Fotografieren taugt er leider überhaupt nicht. Also vor allem jetzt in der Nacht nicht, wenn ich ein Landschaftsfoto machen will. Einfach aus dem Grund, weil das Dach hier über mir viel zu sehr in mein Bild reinragt. Und ich habe nur ein Weitwinkelobjektiv dabei. Und auch wenn ich mit meiner Kamera jetzt hier ganz nah ans Gelände rangehe, müsste ich die Kamera fast schon nach unten etwas neigen, dass ich nichts von dem Dach drauf habe. Und wenn ich das tue, habe ich diese unschönen Gräser, die auch direkt vor der Brüstung sind, drauf. Die Gräser sind 3,5–4 Meter hoch und nehmen mir eigentlich den Blick auf den schönen See. Ich zeige es euch mal, was ich meine. Und ihr seht selber, durch diese Bäume jetzt hier im Vordergrund ist hier einfach kein schönes Landschaftsbild möglich. Also wenn ich jetzt weitwinklig fotografieren möchte. Also suche ich mir jetzt einen anderen Spot. Vielleicht hat ja der Steg unten Potenzial. Und die Hütte hier an sich, weil der Steg ist ja sehr gerade, also linienförmig. Vielleicht kann ich den im Bild irgendwie schön einbauen mit der Hütte irgendwie im Hintergrund. Und mein Sternenhimmel ist jetzt auch ganz gut zu sehen. Ich check's jetzt aus. Und da diese Hütte hier ein super schönes Holzdach hat, werde ich das jetzt von innen hier indirekt beleuchten. Weil sonst wird das Bild wirklich, also wäre die Hütte einfach pechschwarz. Und so positioniere ich jetzt hier einfach ein Kameralicht oder eine Videoleuchte und lasse die einfach mal Richtung Deckenhimmel leuchten und mache so jetzt mal mein Foto. Dimm natürlich auch das Licht dementsprechend runter, dass die Hütte nicht komplett überstrahlt. Also gehen wir es an. Nächster Versuch. Um mein Dach jetzt hier indirekt schön anzuleuchten, wähle ich einmal die Farbe Rot, weil Rot schaut so ein bisschen spooky, mystisch aus. Die Lampe selber heißt BioLight Base Lantern, das Modell. Und ich positioniere sie jetzt hier ans Geländer und die soll jetzt einfach nur hoch in den Dachhimmel eigentlich leuchten. Wenn ich die jetzt hier oben irgendwo hin positionieren würde, würde die auf dem Foto unschön ausschauen. Und so habe ich richtig ein geiles indirektes Licht und erhoffe mir damit eine richtig schöne mystische Aufnahme. Und im nächsten Schritt gehe ich runter jetzt zum Steg und fotografiere die Hütte, dass die meinen Vordergrund darstellt und der Sternenhimmel leuchtet und strahlt schön über der Hütte. Das ist jetzt der Plan, das ist mein Zielfoto. Gehen wir es an. Also meine Kamera habe ich jetzt hier genau mittig auf dem Steg positioniert. Ich mache jetzt auch mal ein Foto aus einer hohen Perspektive und eins aus einer tiefen Perspektive, weil ich muss dann einfach nach den Bildern schauen, was besser wirkt. Ich habe die Sony A7 III auf meinem Rollei-Stativ drauf. Von der Belichtungszeit her ist es so, dass ich auf 20 Sekunden bin, 2,8er Blende und ISO 4000. Im nächsten Schritt fotografiere ich das Bild jetzt nicht in einem automatischen Weißabgleich, sondern habe mir hier den manuellen Kelvin-Wert von 4000 ausgesucht. Das eignet sich eigentlich ganz gut für die Nachtfotografie. Was ich wichtig finde, ist auch noch, dass ich nicht im Autofokus fotografiere, sondern im manuellen Fokus und stelle mir dabei dann die Hütte scharf. Dann mache ich jetzt einfach meine Stirnlampe kurz an, gehe auch hier in den Nachtmodus rein und kann dann hier mit der Displaylupe, wo ist er denn? Kann hier mit der Displaylupe, wenn ich hier ein schöneres Licht noch irgendwie hinkriege, man sieht es eigentlich gar nicht. Doch hier. Schaut her, jetzt kann ich hier mit der Displaylupe da rangehen und den Fokus schön scharf ziehen. So, die Hütte ist scharf, die zeigt mir zwar jetzt 2 Meter an, die ist vielleicht eher 20 Meter weg, aber so soll es jetzt passen. Den Steady Shot an der Kamera schalte ich auch noch aus, der ist jetzt hier noch auf an.
Den stelle ich aus, weil meine Kamera steht auf dem Stativ und muss da nichts korrigieren. Ansonsten wähle ich jetzt hier auch eine 5-sekündige Auslöseverzögerung. Das bedeutet, wenn ich auf den Shutter drücke, dann fängt die Kamera erst nach 5 Sekunden an, mein Bild zu machen. Das mache ich einfach deswegen, weil ich einfach nicht verwackeln will, wenn ich auf den Shutter drücke. Jetzt checke ich noch mal ganz kurz, ob meine Kamera auch in der Waage ist. Da gibt es ja auch die interne Wasserwaage. Alles auf grün. Alles ist waagrecht. Super. Leute, ich mache jetzt Stirnlampe aus und mache mein erstes Foto. Also ihr seht, die Vorbereitung hat jetzt gut eine halbe Stunde fast schon gedauert, bis ich mein Foto mache. Aber dafür wird es auch sitzen. Und ich habe keinen Ausschuss, hoffe ich zumindest. Also Lichter aus. Ich mache jetzt mein Bild. Und los geht's. Nach 5 Sekunden macht das jetzt. Gut. Sterne sind schon schön zu sehen. Die Nacht ist einfach der Wahnsinn heute. Es ist ja kein Mond zu sehen. Die Sterne leuchten. Einfach geil. Also in solchen Nächten kann man echt schöne Bilder machen. Und im Hintergrund könnt ihr auch die Hütte sehen, wie schön die jetzt indirekt angeleuchtet ist. Wow. So, jetzt als nächstes mache ich noch ein Foto aus einer bodennahen Perspektive. Und dann habe ich mein Zielfoto für heute schon im Kasten. Also meine Kamera habe ich jetzt bodennah platziert. Die Einstellungen bleiben genau die gleichen. Mit einer Besonderheit, ich habe jetzt das Rotlicht mal unten ins Erdgeschoss dieser Hütte platziert, mache das Foto und dann mache ich noch ein Foto und platziere das Rotlicht wieder hoch ans Geländer in den ersten Stock, um dann in Lightroom ein Fotostacking zu machen. Also ich lege dann beide Bilder übereinander und hoffe mir dann einfach, dass die Hütte ja ganzheitlich rot ausgeleuchtet ist. Das könnte gut funktionieren. Habe ich auch vorher noch nie so gemacht. Also jetzt kommt es einfach auf den Versuch drauf an und ich lerne ja auch immer aus jedem Fototrip dazu. Also ich mache jetzt die Lichter aus und mache jetzt zwei Fotos. Die Kamera belichtet jetzt gute 20 Sekunden wieder. Vielleicht kann man es sehen, dass die Hütte jetzt unten schön angeleuchtet ist. Und nach dem Bild renne ich los, ohne am Stativ zu wackeln, und positioniere die Lampe oben. Wunderschön. So, jetzt bringe ich das Licht hoch. Okay, jetzt mache ich das zweite Bild. Let's go. Das wird bestimmt gut, ich bin mir sicher. Cool, Bild ist im Kasten, sehr schön, sehr, sehr schön. So Leute, mein Bild ist im Kasten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr dieses Video irgendwie hilfreich oder unterhaltsam fandet, ja, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch über jeden Klick und jeden Like. Ansonsten bleibt jetzt nur noch zu sagen, Servus, euer Sigi vom Ammersee, wieder mal von einer Nachtaktion. Und bin ganz gespannt auf eure Kommentare, ob euch das Bild gefällt oder nicht. Ciao, bye bye, gute Nacht.
Geil. Super.